hatte die Faszination an Tieren schon als Kind. Man mag die Tiere um sich herum, man fängt dann auch an, sich mit denen zu identifizieren. Man streift sozusagen das Menschsein ab und zieht den Furry oder die Figur, die man darstellen möchte, streift man sich über. Man würde gerne in die Rolle eines Wolfes schlüpfen, um das selber mal herauszufinden, wie es sich tatsächlich als Wolf lebt. Ich lese jetzt den Anfang aus meinem Buch Mein Freund Nobody, die Geschichte grausamer Einsamkeit. Tief im Wald versteckt, dort, wo sich nicht mal jemand durch Zufall hin verirrt, dort lebte ich, alleine mit meinem hassgerühmten Voodoo. Vor 10 Jahren hat es mich hierher verschlagen. Ich wollte alles hinter mir lassen, ein neues Leben beginnen. Die letzten 4 Monate meines Lebens in Deutschland waren die Hölle. Dabei fing es gut an. Ich hatte eine liebe Frau, einen gut bezahlten Job und ein Haus der gehobenen Klasse. Also ich hatte nie irgendwie den Gedanken, eine Familie zu gründen. Ich lebe lieber mit einem Tier zusammen als mit einem anderen Menschen. Ein Tier kann mir auch auf Dauer mehr geben als ein Mensch, weil ein Tier nur Ehrlichkeit ausstrahlt. Ein Tier wird dich niemals anlügen. Ein Tier ist die absolute Ehrlichkeit. Und das kann der Mensch nicht. Man erlebt einiges in der Kindheit, was einem so viel Freude bringt, dass man es nicht mehr ablegen möchte. Man möchte einfach so bleiben. Wenn man als 18-Jähriger durch die Straßen geht, mit einem Plüschtier auf dem Arm, wird man ziemlich komisch angeguckt. Ist man aber in einer Gruppe mit mehreren und alle machen das, ist das nichts Außergewöhnliches mehr. Ja, unter den Furries gibt es natürlich viele Einzelgänger, die sich gerade sehen, mal eine Gemeinschaft zu haben, die genauso ist wie sie selber, wo sie sich geborgen fühlen, wo sie einfach aufgenommen werden, so wie sie sind und nicht irgendwie ausgeschlossen werden. Hab ihn. Der eigentliche Hauptgrund, warum man als Furry oder als Fursuiter auf die Straße geht, ist, damit man im Mittelpunkt steht. Man möchte Blicke auf sich ziehen, man möchte Freude unter den Leuten verbreiten. Man möchte Aufmerksamkeit erregen. Als Fursuiter wird man von den meisten Menschen wird man geliebt, ja. Das ist etwas, was ich aber als normaler Mensch gar nicht so um mich haben möchte. Morgens um 7 stehe ich auf und dann fahre zur Arbeit. Ich arbeite bei einer Spedition als Logistiker und ja, habe dann nach Feierabend so gegen 18 Uhr geht man erstmal wieder mit dem Hund spazieren
um dann zu Hause sich was zu essen zu machen und den Tag ausklingen lassen. Aber sonst ist es nichts Herausragendes, also nichts, was irgendwie auffällt. Aber der Furry an sich in mir, der ist immer da, egal als was ich mich gerade bewege. Ich hatte mal eine Freundin mit 18 Jahren, aber ich merkte auch vorher schon, dass ein Zusammenleben mit mir sehr kompliziert ist und mir eigentlich nicht weiter zusagt. Was ich damals als Jugendlicher immer als Einzelgänger gehabt habe, das ist jetzt immer noch der Fall so. Und ich hab lieber die Einsamkeit um mich herum mit einem anderen Tier als ständig ein Menschen um mich herum.